Und wir werden gleich eine Challenge machen und der Verlierer muss in diesen Eispool reinspringen. Auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines. Creative Code für den Ripe. Crimex OG. Ihr wisst Bescheid. Hey Leute, Crimex hier und herzlich willkommen zum Gaming House Vlog Nummer 3. Leute, was geht ab? Und heute haben wir haben heute wieder krasses geplant. Und zwar werden wir heute auf Standard Skills Kanal werden wir mit einem Lambo rumfahren und einfach mal Sachen verschenken. Wir werden komplett durchdrehen, Digga. Rastet komplett aus. Was los, Digga? Auf, es kommt gleich die, ich ruf gleich die Polizei wegen Lärmbelästigung. So ein Ding ist das. Machen wir jetzt. Bruder, weißt du, was wir für mich machen? Nee. Du hast doch einen Pool. Du hast doch einen Pool. Nee. Hast du hier irgendwo einen Thermostat? Nee, draußen. Draußen? Ja, wie viel Grad ist denn draußen dein Eispool? Mal gucken. Das Ding ist, Philipp hat hier bei seinem Krankenhaus, hat er auch einen Pool, Leute. So, Leute, hier steht der Rangy noch. Und Philipp hat halt... Digga, das ist Eis. Ist hier Eis? Oha, Eis. Digga. Es vereist hier, Leute. Ey, da musst du mich aufpassen, ne? Ach du Scheiße, Bruder. Ist richtig eisig hier. Alter, hier, guck mal, fühl mich mal. Digga. What the fuck? Boah, pass auf, dass du nicht in den Pool reinfällst, Bruder. Auf jeden Fall. Schaut euch das mal an, hier ist sogar eine Eisschicht auf dem Pool, so eine kleine drauf. Füll mich mal nochmal. Ach du Kacke. Warte. Abgedeckt, Digga, kann man nicht gucken. Aber ist auch hyper kalt. Soll ich mal ein 360 machen? Ja, mach mal. Okay, geil, Digga. 10.000 Likes. Auf jeden Fall, Leute, um nochmal zum eigentlichen Punkt zu kommen. Philipp hat hier einen Eispool. Und ihr seht, hier ist schon echt so eine leichte Eisschicht drauf. Das ist komplett geisteskrank. Und wir werden gleich eine Challenge machen und der Verlierer muss in diesen Eispool reinspringen. So, meine Freunde, wir werden das Ganze jetzt im Format ein bisschen an Mäus angelehnt machen. Digga, was soll denn das eigentlich? Was? Ach, ich hab dir ja dann. Hab ich da einen Schnurrbart gemacht? Ja. Was soll das? Lackschuru! Und zwar richtig oder Eispool-Challenge in diesem Sinne. Wie gesagt, Gruß geht raus an Mäus. Der hat das ja auf einem ganz anderen Level mit Boxern und Bauchschläge und. wir machen das Ganze heute mit Eispool. Ich habe 12 Schätzfragen rausgesucht. Du musst hier gar nicht auf das Display schauen, weil hier sieht man auch noch nicht die Antworten. Ich würde sagen, wir kommen zur ersten Frage. Na, ich will da nicht reinspringen, Digga. Ich will da auch nicht reinspringen, Bruder. Ich bin da, Digga, da ist einfach Eis drauf. Ach du Scheiße, Digga. Erste Frage. Wie schwer ist unsere Erde? Antwortmöglichkeit A. 5.975 Trillionen Kilogramm. 5.975 Trillionen Tonnen. Oder 5.975 Trillionen Gigatonnen. A, B oder ich sag C? B. 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 5.975 Trillionen. Tonnen. Tonnen. Das ist richtig und ich muss nicht in den Pool. Ich überlege gerade, ey, das ist ja voll schwer zu messen, wie schwer die ganze Erde ist. Das ist schwer, Digga, du bist einfach dumm. Du bist einfach dumm. Ja, dann nehme ich Gigaton. Ja, los. Ich nehme Gigaton. Ich nehme B. Nein, das ist B, Digga! Ja! Bam, bam! Digga, ich will nicht in diesen Eispool reinspringen, Leute. Ach du Scheiße, okay, 1-0 Standard-Skill. Weiter easy, zur Digga. Frage 2, easy. Digga. Digga, was für... Mach weiter, noch, das sind noch 11 Fragen, Digga, ich zieh dich noch. Frage 2. Wie viel Smarties passen in einen Smart? Hier ist ein Zweisitzer gemeint. Okay, das ist eigentlich eine nice Frage. Wie viel Smarties passen in einen Smart? Antwortmöglichkeit A. 24.000. Antwortmöglichkeit B, 7 Millionen. Antwortmöglichkeit C, 1,2 Milliarden. Ich sag B. B. Ich sag B. A. Ich sag A. Bist du dumm, Dick? 24.000. In einer Packung sind schon 100 drin. Ja. Du bist dumm. 24. Da haben die Leute 7 Millionen reingemacht. Ganz klare Geschichte. Ich sag Antwortmöglichkeit A. Wir loggen das Ganze ein. Nein! Nein! Nimm mich den Smart-König! Bruder, du bist einfach wirklich, es ist zu einfach gegen dich. Ja, es okay, ist zu okay, einfach. Okay, 2-0 Standards, ach du Scheiße. Ich bin so schlimm. Ich bräuchte jetzt, Gruß geht raus an Justin, ich bräuchte jetzt den Schätzboss hier. Frage 3. Wie viel wiegt ein normales Hühnerei Größe M? Einfach. Etwa 20 Gramm, aha, etwa 35 Gramm oder etwa 60 Gramm? Ho. Warte mal. Muss ich selber mal gucken, Digga? Deine Hühnereier, Digga. Also ich sag die Real Talk, das ist ungefähr so groß. Ich sag 60 Gramm.
Ja, das ist falsch, Digga. Ich sag 20 Gramm. 20 Gramm, Leute. Wow, okay. Also erstmal das Niedrigste. Das und die Antwort wird eingeloggt. Es ist 60 Gramm, Digga! Was denn das für ein fettes 2-1, Icranix auf der Überholjagd, Digga. Man kennt ihn so nicht anders. Frage 4, Digga. Frage 4. Der IKEA-Katalog erscheint weltweit in einer Auflage von knapp 580.000 Exemplaren, etwa 76 Millionen Exemplaren oder rund 203 Millionen Exemplaren. Ich sag. Man muss dazu sagen, 203 Millionen. Man muss dazu sagen, der steht extra. Der IKEA-Katalog erscheint weltweit in einer Auflage. Aber wer bekommt. IKEA gibt so viel, ich sag C. Ist IKEA so ein weltweites Ding? So in der Ja, sicher! IKEA gibt's auch in Amerika. Das gibt's, glaube ich, auch in China, glaube ich. Dann wäre das halt gar nicht mal so. Ich glaube, 200 Millionen Katalog, das ist zu krass. Also, nein, ist nicht. Im Jahr oder was? Ich sag Antwortmöglichkeit B. Also ich sag 76. Ja, hatte ich auch zuerst gerade, aber ich sag C. Oha, okay. Und. Nein! Digga, 3-1 für Philipp. Alter, ich bin so krank, Digga. Mann. Ich bin selber nur ein bisschen überrascht. Die haben, es gibt IKEA in insgesamt 52 Ländern. Ich wusste es! Ich wusste es, weil ich IKEA-Boss bin. Ja, IKEA ist ja ein geisteskrankes. Wie gehört IKEA? Ist ja ein geisteskrankes Unternehmen. 3-1 für Standards. Natürlich! Frage 5. Wie hoch ist der Eiffelturm? 97 Meter, 244 Meter oder 324 Meter? Ich sag B, 244. Ich sag A, Digga, 97. Der ist nur 97 Meter hoch. Ach, als ob der nur 97 Meter hoch ist. Das ist ein kleiner Paulberger, Digga. Nein, ist das höchste sogar. Was? Ist C, über 300 Meter ist was? Das. Digga, hast du den schon mal in echt gesehen? Er sagt, der ist klein, Digga. Berlin Schilduchrena. Ein Eiffelturm. Ja. In Berlin. Ah ja, okay. Ja gut, haben wir beide reingeschissen. Das ist nicht so groß. Immer noch 3-1 für Stani. Haben die geschrieben aus Paris, der Eiffelturm, in der Frage? Ja. Ah, okay. Ja, dachte in Berlin, der Berliner Eiffelturm. Ja. Ah ja, okay. Frage Nummer 6. Wie schnell sinken Schneeflocken auf die Erde? Mit einer Geschwindigkeit von 1,8 Kilometer pro Stunde, 5,4 km/h oder mit 7 km/h? Ich sag A. Ich sag auch A. 1,8. 1,8, Digga, weil wenn du so ein Ding triffst, dann. Ich weiß das auch, 1,8. Ja! Richtig, beide einen Punkt, 4-2. Für die Schneeflockengeschwindigkeitsexperten. Wie groß ist die Waldfläche, die pro Minute weltweit abgeholzt wird und verschwindet? Oha. Also weltweit pro Minute im Durchschnitt, also egal zu welcher Tageszeit, im Durchschnitt was verschwindet. 5 Fußballfelder, B 10 Fußballfelder, C 20 Fußballfelder. 20 Fußballfelder. Echt? Ja, Digga. Weil ich meine Möbel da herstellen lasse. Für dein ganzes Haus, also für Regenwald. Also dein Haus ist verantwortlich für die Abholzung. Nein, war ein Joke, Mann. Finde ich schade. Greenpeace. Finde ich schade, dass. Also du loggst Antwort C ein. Ja. 20 Fußball. Ich sag Antwort B, 10 Fußballfelder. Nein, Digga, warum verkack ich so, Digga? 5-2. Kann ich das überhaupt noch? Ey, kann irgendjemand überhaupt auf YouTube im Müll teilen? Nö. Also ich sag dir ganz ehrlich, das sind nicht mehr Schätzfragen, das sind einfach Fragen, die man weiß. Ah. Verstehst du, was ich meine? Sorry, das ist Allgemeinbildung. Das lernt man. Das lernt man im Gefängnis. Ja. Das ist die Knasterfahrung. Ja. Voll einfach. Frage 8. Wie viele Stunden Videomaterial wurden pro Minute auf YouTube hochgeladen? Insgesamt seit der Erstellung von YouTube oder pro Jahr? Wie viele Stunden? Pro Minute. Da steht doch, wie viel Videomaterial werden pro Minute? Ach so, im Durchschnitt pro Minute. Auf YouTube hochgeladen. Also Antwort A, 97 Stunden. Ja. Antwort B, 400 Stunden. Antwort C, 912 Stunden. Ich sag C. Du wirst lachen, ich sage, weil C. Auch C? Auch C. Also das Höchste, ja, beide nehmen das 912 Stunden, weil es so YouTube, viel. YouTube ist halt... Guck mal, wie viele Leute das nutzen. Na, 400? Digga, ich hätte mal B nehmen sollen, Digga. 400? Nur 400. Digga, ich werde so in den Eispool springen müssen. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, 900, weil das schon so viele Mitarbeiter. Das Ding ist, wir sind jetzt bei Frage 9. Ich müsste jetzt rein theoretisch jede Frage gewinnen, um jetzt nicht erst mit 3 Punkten vorne. 5. Digga, es wird so kalt, ne? Es wird so kalt. So geil. Da ist einfach Eis drauf, Bruder. Oh, es ist ja schon kalt, wenn du so bei einem Zink... Mir ist jetzt schon kalt. Mir ist jetzt schon kalt. Ach du Scheiße. Frage 9. Wie weit kann ein Floh hüpfen? Circa 5 cm. B, ca. 20 cm oder C, ca. 60 cm? Da ich schon mal Flöhe hatte, 60 cm, ich habe gemessen mit Lineal. Hattest du schon mal Flöhe? Ja. Nein, keine Ahnung, bestimmt
So ein Köter. Hat das nicht so schlimm, also, Digga, im Kindergarten oder so? Das schad noch nie Flöge. Digga, warum sitzt du eigentlich so, als würdest du so breite Eier haben? Ja, weil ich breite Eier habe. Früher bist du ein Lauch, Alter. Verpiss dich mal hier. Ich sag 60. Ich sag 60, Safecore 60. Ich muss kurz meinen Kollegen Flo anrufen. Ich sag 5 cm. Digga, die sind so klein. Nein, Bruder, ich schwing doch von Körper zu Körper. Bam, 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 ja, aber nur wenn du in der Nähe bist, als ob die. Guck mal, 60 cm. Ja, mach! 60, mach jetzt. Okay, das ist der Sieg. Ich sag 5. Wir machen das Ding jetzt noch fertig, es sind jetzt noch zwei Fragen. Ein ausgewachsener Blauwal ist so schwer wie 2500 Menschen, 20 Elefanten oder ein Kleinwagen. A. Nee. C. C. Ich sag C. B. 20 Elefanten, 20 Elefanten, 20 Elefanten. Ich sag auch B. Es ist wie 2500 Menschen. Ich hab doch gesagt. Du hast geändert dann. Ich dachte, 20 Elefanten sind schwerer als 2500 Menschen. Ja, das war aber auch komisch, weil das unterschiedliche Einheiten waren. Mit welcher Geschwindigkeit fliegt die ISS um die Erde? 130 Kilometer pro Stunde, 12.000 Kilometer pro Stunde, 28.000 Kilometer pro Stunde. Da muss ich kurz meine Kumpels von der ISS anrufen. ISS. Digga, ich sag Antwort B, 12.000. Ich sag 28.000. Digga, die hat Turbo drinne. Es ist Antwort C, 28. Ey, ich bin so schlau, Wirklich, bitte mach so eine Videos nicht mehr mit mir. Musst hier dümmere Leute. Digga, was sind das für Scheiß? Frag mal Unge, Digga, ob der irgendwie es schon mal macht. Nein, Spaß. Unge, Digga! Unge ist mein Kumpel, lass Unge in Ruhe. Ich geh in den Eispool! Ja, nein, letzte Frage jetzt. Wie viel Liter Wasser fasst eine gewöhnliche Badewanne? 40 Liter, 150 Liter, 310 Liter. Ich sag 150. Ich weiß, es sind 150. Eine Badewanne. Du musst lachen, Digga, 150 stimmt auch wirklich, weil 40 wäre zu wenig, ja. Ich weiß es. Ich wusste es auch. Ja, ich würde mal behaupten, Leute, ich hab verloren. Ich muss jetzt in den Pool reinspringen. Das ist doch ein Leckerli, die Kamera. Okay, Leute. Jetzt werde ich rasiert. Okay, Vorsicht, bin gespannt. So, warte mal. Wir müssen, aber jetzt, dass man wirklich sieht, wie kalt das Ding ist. Hier. Guck mal, was hier noch für eine Eisschicht ist. Ach, Digga. Digga, guck mal hier. Ey. Ist hier alles. Scheiße, wie kann man das löschen, an diese Abdecke? Ja, warte, ich fahr direkt, das ist richtig. Eis. Das ist zu gewalttätig, ja. Das ist zu gewalttätig, ja. Das ist zu gewalttätig, ja. Hallo? Ja, ich komm jetzt in den Pool rein, kein Problem. Hey! Halt mal. Jetzt geht's los, oh, in den Pool. Boah, sieht aber heftig aus, der Pool, ja? Sehr schön. Ach du Krank. Ab geht's rein. Leute, ich will ja mindestens 20.000 Likes sehen auf dem Video. Ach du Scheiße, Digga, hol dir kein Herzkasper, ja? Einmal ganz rein, ne? Einmal ganz rein, Digga. Auch mit Kopf? Ja, einmal ganz rein, Digga. Also mit Kopf muss jetzt nicht runter, also ist mir jetzt egal, aber einmal ganz rein auf jeden Fall bis zum Hals. Ach du Scheiße, Digga. Rein, eisig. Bruder, das ist so kalt, ne? Ich sag dir, Rita, mach hin, mir ist echt kalt gerade auch, ne? Ach du Scheiße, Digga. Ach du Scheiße. Einmal runter, ey, einmal runter. Alter. Krank, der Junge. Bruder, es tut alles weh, es brennt einfach. Das ist schon diese Kälte, die einfach nur noch brennt, Leute. Bruder, das hat bestimmt minus 5 Grad gehabt oder so, bestimmt. Was? Hat bestimmt minus 5 Grad gehabt. Oh, auf jeden Fall, das war ja Eis drauf. Es kann, ey, das, also überleg mal, manche machen das freiwillig als Abhärtung. Geisteskrank, also das ist wenigstens stabile Abhärtung, weil sie. In diesem Sinne würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Grammys.